Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt. Es ist Sonntag, wir starten ein neues Projekt, Zimmerborn. So, ich habe ein wenig reingesehen und zwar, in die Einstellungen. Ich habe den Ton runtergeschraubt. Wenn es euch zu leise ist, ist es schlecht, dann sagt es mir's bitte. Ist es zu leise? Ist es zu laut? Ja. Die ersten drei Folgen nehme ich an. Ich muss das wieder runter tun. Mir ist die Musik etwas zu. Aber gerne. So. Ja, mehr weiß ich nicht. Mir wurde gesagt zu dem Spiel, ich soll es gerne mal probieren. Würde interessieren am Kanal. Schauen wir mal rein. Ist zwar schon vor längerer Zeit gewesen. Da war dieses Update 5 noch nicht da. Ich habe nicht wirklich reingesehen. Mir wurde gesagt, ich soll unbedingt das Tutorial spielen mit euch. Gut, na, dann mache ich das. Also, mit euch, naja. Hätte ich auch alleine spielen können. Aber wir starten blind rein gemeinsam. Schau mal. So, neues Spiel. Rustikalruten. Ui, graue Biber. Honigdai. Diese Biber haben dem traditionellen Weg des Holzes den Rücken gekehrt. Zum Freischalten ist ein durchschnittliches Wohlbefinden von 15 beim Spiel der Fraktion. Okay, wir müssen also die zuerst mal. Okay, na gut. Oh, die sehen aber süß aus. Okay. Dank einer weitreichenden Fläche. Anfänger. Oh, die sind anfängerfreundlich. Biberhude. Wow. Okay. Ah, das sieht aber auch schon cool aus. Okay. Sehr cool, aber wir sollten hier beginnen und wir schauen mal weiter. Ja, machen wir das mal. So, du suchst eine Herausforderung. Das wird vom Spiel offenbar vorgegeben, also vorgeschlagen. Die Mütter werden wir auch nehmen. Dürren und Faulwasser, das klingt angenehm. Sind anfangs milder, werden aber mit der Zeit intensiver. Schärfe deine Schneidezähne. Dürren und Faulwasserfluten sind heftiger und werden mit der Zeit schlimmer. Super. Knappe Ressourcen und du wirst dir bald vor. Herausforderung, mäßige Ressourcen. Okay, hier. Du lernst das Spiel erst kennen. Ja, das wäre eigentlich das, aber ich habe ja euch dabei. Biber verbrauchen weniger Nahrung und Wasser. Dürren sind selten und kurz. Wir nehmen normal, oder? Ja, ich denke schon. Benutzer definiert kann man uns irgendwann mal vielleicht ansehen. Kann das wohl während des Spiels noch ändern? Ich befürchte, nein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, ihr habt es ja schon mitbekommen, erste Folge etwas länger. Schauen wir mal um das Tutorial in einer Folge. Ich habe keine Ahnung, ich starte blind rein, alles ist toll. Wir spielen wirklich diese Biber? Keine Menschen mehr. Gut. Die Biberwelt nach den Menschen. Schauen wir mal. Okay, also es geht um Brücken, ziemlich sicher um Dämme. Über dem Fluss. Baut. Hier eher eine Stadt, hier ganz groß, okay, großer Damm, das werden wir machen. Warum auch immer Biber den Damm brauchen. Als Behausung ist mir schon klar. Ja, zum Aufstauen von Wasser. Wir schauen mal. Oh, ein Name. Okay, Biber. Biberheim. So. Oh, cool. Was passiert, wenn ich... Ah, Spaces, Abstand. Ah, okay. Langsame Geschwindigkeit, mittlere, schnelle Geschwindigkeit. Was ist das? Weiß ich nicht. Arbeitszeiten. Okay, das lassen wir mal, wie es ist. Ui, da gibt es aber viel. Globale Ansicht. Globale Ansicht. Distrikt 1. Okay. Distrikt 1. Ah, okay. So, was haben wir hier? Siedlung verwalten. Wow. Was ist dieses Zeichen? Oh, das sind Kinder. 33%. Okay. Wachstumsgeschwindigkeit. Wohlbefinden. Nächster Rang. Wohlbefinden. Ach, die wachsen schneller, wenn das Wohlbefinden steigt. Und das ist wohl das Wohlbefinden. Okay. Hier ist, wo sie beschäftigt sind. Hier ist, wo sie wohnen. Das ist ja cool. Arbeitsbonus. Oh.
lass uns mal nach der Wissenschaft, Materialien, Nichts, Zutaten, Nahrung, Beeren, Holz. Er wird gelagert in verschiedene Läger, verschiedene... Oh, ich glaube, da werden wir Spaß haben. So, baue eine Holzfällerfahne. Irgendwo zum Holz, würde ich sagen. Wir werden doch sicher Straßen brauchen. Na, bitte, hier. Was ist das? Eine Treppe? Okay, so. Da würde ich mal sagen, wir ziehen hier rüber und bauen eine... Was ist das? Ein Sägewerk. Dafür brauchen wir aber offenbar Holz, damit wir... Bretter, das sind Bretter. Ja, steht drunter. Hier werden... Okay. Okay, so. Holzfällerfahne. Ja, wir beginnen. Tutorial. Nicht ablenken lassen. So, baue zwei Holzfällerfahnen. Da sind nur Beeren. Da sind Bäume. So. Dann würde ich sagen, eine Straße. Also ich gehe mal aus von einer Art Siedlersystem mit so viele Sachen zum Klicken, zum Ansehen. Ui. So mit Straßen und so. So, die Fahnen werden nur gebaut, wenn sie sich im Baubereich des Districts. Wähle den District, um die Baubereiche zu sehen. Du kannst die Pfade... Die Pfade erweitern den Baubereich. Okay. Oh, da sind ja auch noch Bäume. Könnte man auch hin. Und wir machen das mal. Wir schauen mal, wie sich der District verändert. Da sind Treppen nach oben. Ob das ein Zufall ist? Ich glaube nicht an Zufälle. So. Ja, wie wäre es, wenn wir den hier... Nö, das ist... nö. Da? So. Holzfällerfahne. Super. So, jetzt haben wir drei gebaut. Ja, vielleicht sollten wir das nicht übertreiben, das. Okay, so, wir machen mal auf schnellere. Oh, wie die Wieseln. Kann ich da ringen? Oh, ist das cool. So, stopp. Ah, ja, süß. Oh, da ist sogar Harz auf dem Baum, oder was ist das? Harz wahrscheinlich. Der sitzt auf seinem Schwanz. Ist das cool? Ist das cool? So, ja, wir können wieder zurück. So, fortsetzen. Jedes Gebäude mit einem Eingang muss durch einen Pfad. Ah, ja, genau das habe ich gemeint. Verbinde die. Okay. Holzfäller fangen erst dann zu arbeiten an, wenn du ihnen den Befehl Bäume fällen. Okay. Markiere Bäume, die gefällt werden sollen. Hier, das blinkt. Hier. Markiere Fellbereich. Okay, den. Kann ich echt so machen? Oh, ich kann so machen. Oh, wie schön. Das ist ja cool. So, dann machen wir den hier auch gleich. Bam. Oh ja, super. Da ist auch so eine Treppe. Interessant. Aber da gibt es nur eine, die hier. Gibt es hier noch irgendwo? Hm. Bäh. Wasser. Okay. Ach, der fließt hier. Oh. Okay. Kann ich das vielleicht noch etwas schräger? Nö. Boah, eine Wasserpumpe. Okay, wir bauen eine Wasserpumpe. Was es da alles gibt, das ist alles gesperrt. Okay, Wasserpumpe. Fördert und filtert Trinkwasser für Biber. Vollwasser kommt mir, verlangsamt die Pumpleistung. Wasserabhängig. Benötigt Zugang zum Wasser. Maximale Tiefe 2. Okay. Kann ich das hier? Nö. Hier? Ja, da geht's. Ich stehe das mal da hier. So, ich brauche eine Straße. Wo war der Eingang? Hier. So, sorry. Sorry dafür, dass ich am Anfang vielleicht etwas langsamer bin. Ich muss da erst reinkommen. Okay, kann ich die da wegtun? Die Beeren? Wobei, die werden wir brauchen zum Essen. Okay, so. Distrikt 1, das haben wir da oben gerade gehabt. So, Distrikt 1, super. Okay. Oh, ich wollte reinschauen. So. Hui.
Yavinda arbeitet hier. 0,33 Stunden bringt ein Wasser. Wasser wird gelagert bis zu 15. Super! Boah, eine Sammlerfahne. Ach, Nahrungssammlung? Was haben wir da? Was ist das? Oh, ein Bauernhaus! Ja, das will ich haben. So, dann bauen wir mal die Sammlerfahne hier. Kann ich die wegreißen, bitte? Ich sehe das schon. Die nehmen mir Platz weg. Okay, wir haben eine Sammlerfahne. Das ist mal gut. So. Keine Aufgaben in Reichweite. Oh, da oben bauen wir auch einen Fellbereich. Ja, der wird aus Fell gemacht, aus frischem Biberfell. So. Okay, die werden nicht automatisch weggerissen. Wie? Ah, und so kann ich das wieder aufheben. Das ist ja cool. Okay. Das hier. Gebäude und Ressourcen abreißen. Wir testen mal. Gebäude. Verwende Gebäude, draufzureißen. Ne? Ja. Einzelnes Feld oder halte die Taste gedrückt, um einen Bereich aus... Die Taste. Bauschutt zu löschen. Okay. Was sind da? Ressourcen für den Abriss markieren. Die Ressourcen gehen dabei verloren. Wir probieren das mal. Aha. Okay. Und das hier? Ja, reißen wir auch gleich ab. Cool. So, fortsetzen. Egal. Baue ein... Naja, bitte. Gerade darüber gesprochen. Schon ist es da. Baue ein effizientes Bauernhaus. Beschäftigt Bauern die Nutzpflanzen. Kostet 25 Holz. Wie viel Holz haben wir? 14 Holz haben wir. Okay. Ja, weiß ich nicht. Mit R drehen, das ist gut. Was ist F? Oh, man kann den Eingang verlegen. Das ist ja cool. Das gibt ja ganz tolle neue Bauoptionen. Ich setze ihn da her. Ich weiß ja auch nicht. Ja, Bauernhaus. Wie viel braucht das Bauernhaus? Priorisierte Ressource. Weiß ich nicht. Ist das wichtig? Karotte, priorisierte Aktion, Ernte. Priorisiert bedeutet aber, machen wir da beide. Oh, die schlafen im Freien. Wo sind Wohnungen? Ich will Wohnungen. So. Landschaftsgestaltung. Alles geschlossen. Alles geschlossen. Sprengstoff. Da, dann. Stabil. Andere Gebäude können drauf gebaut. Ui. Ich will das haben. Kann ich das haben? Oh, das kostet 20 Holz. Ich wollte jetzt da so einen Damm bauen, aber 20 Holz. Okay, nö. Das heißt, in der Nacht arbeiten die nicht wegen Arbeitszeiten. Das könnten wir hier verändern. Das will ich aber nicht verändern. Ja, gut. So, was haben wir da noch? Jo, der Biber. Der Biber. Hier, der nagt. Die nagen. So. Ist das cool. So, Bauernhaus gebaut. Pflanze 100 Karotten. Okay, was fehlt ihm denn? Keine Aufgaben in Reihe. Okay, wir brauchen Karotten. Karotten. Yeah. Karotten. Wo setzen wir Karotten ein? Da unten? Direkt beim Wasser? Ich glaube, das ist gut. Deswegen stauen die Biber Sachen. Ja, ich mach das mal so. Nö, ich mach das so. 82, okay. Drei brauchen wir noch. Wir machen da. So, passt. Fortsetzen. Baue, zur verfügen alle platzierten Gebäude. Das haben wir gesehen, hier über Lagerplatz. 15, oh, ist voll, cool. Baue zusätzliche Speicher für Rohholz und Wasser. Jeder Speicher kann nur eine Art. Wir brauchen ein großer, drei kleine Tanks. Okay, wo kriegen wir die her? Was kann man da noch bauen? Weizen. Hier, das blinkt. Okay, das ist der Stapel. Und das ist fürs Wasser. 15. Okay, davon sollen wir drei bauen. Ja, keine Ahnung. Ich stelle das da oben, weil es da oben trocken ist. Das ist für mich der Grund, ein Wasserfass zu bauen. Yeah. So, und einen Bass soll man bauen? Großer Stapel. Ja, okay. Großer Stapel. Kapazität 180, okay. So.
großer Stapel für Rohholz. Wir schauen, dass wir Güter akzeptieren. Ja. Leeren. Ausliefern. Empfangen. Wurscht. Wartet auf Materialien. 6. Hier. Wow, was gibt's denn da? Bretter? Behandelte Bretter? Altmetall. Erde. Metallblöcke. Rohholz. Kann man das hier auch mit Wasser einstellen gleich? Oh ja. Wasser. So, was gibt's noch? Wir schauen gleich. Wir machen die zweimal auf Wasser. So, und haben hier noch Faulwasser, Extrakt, Biokraftstoff, Gegenmittel, Katalysator und Ahornsirup. Ja, ja, Wasser bitte. Ahornsirup. Na gut. Na gut. So, dann haben wir das alles gebaut. Schön, passt doch. Ja, und das Wasser wird jetzt... bei Nacht passiert gar nichts. Hm. Wie kommt das Wasser? Da haben wir 0 von 15, super. Ach, die haben das getrunken schon. Schauen wir uns mal den Biber an. Schutz, 0. Ah ja, Häuser, wir wollten Häuser bauen. Durst. Okay, und wenn der Balken runtergeht, schlecht. Dann ist das hier das Wohlbefinden. Wow. Wow, die brauchen ganz schön viel für Wohlbefinden. Ein Freibad, ein Karussell. Okay. So, vielleicht sollten wir da noch einen... Ich will Häuser bauen. So, Speicher, Distriktverwaltung. Hier, globale Ansicht, da war gerade Distrikt noch. Wohnen. Oh. Oh. Distriktknotenpunkt. Ein Schlepperposten. Den hätte ich gern. Ah, da brauchen wir schon Bretter. Okay. Wohnen. Okay, wir nehmen das Kleine hier. So, ich will wohnen hier. Wohnen für Biber. Ja. Okay. So, ich würde ein bisschen Platz hier lassen. So, und dann noch eins. Keine Ahnung. Und da bauen wir... Oh, die könnten wir übereinander... Oh, ja, deswegen die Treppen. Aber die haben wir noch nicht, die Treppen. So, und wir lassen zwei Abstand. Vielleicht machen wir dazwischen dann irgendwann mal Blumen. Moment. Ah, so kann man abreißen auch. So, wir machen die hier. Wo war das mit dem Eingang verlegen? Genau hier. So. Nur, dass der Eingang hinten ist, damit sie weiterlaufen müssen. Nein, ich habe keine Ahnung, was wir vorne vielleicht noch brauchen müssen. Bekommen wir beim Abreißen und mit der Treppe kann man dann rauf. Oh, ich glaube, wir werden viel Spaß haben. So. Super. Das hätte ich noch nicht tun sollen, glaube ich. Ich hätte gerne noch so eine Pumpe. Ich glaube, Biber brauchen Wasser. Und zwar viel. Das da will ich wegkriegen. Den da weg. Und da kommt er und nackt's weg. Ah, wie cool. Dann den auch noch. Priorität. Ja, super. Oh, das macht auch. Ist das cool. So, jetzt können wir hier an dem Pfad. Zweite Pumpe. Yeah. Zwei Babybiber. Babybiber. Obdachlos. Ja, nimmer lang. Nicht mehr lang. So, da dürfen drei drinnen sein. Das heißt, 3, 6, ja, Panikrechnung, ich würde sagen 24, also circa 24 Biber. So, da können wir nachpflanzen. Was haben wir da? Karotten haben wir da. Ah ja, ein paar Felder gehen da schon wieder. Aha, aha, aha. Sehr gut. Fortsetzen. Bam. So, nachdem Rohholz und Wasser nun einen Speicherplatz haben, solltest du das gleiche für Beeren und die Karotten. Okay. Bau ein mittleres Lagerhaus. Festlegen. Mittleres Lagerhaus Karotten und mittleres Lagerhaus für, wo ist das mittlere? Da, mittleres Lagerhaus. Ui, Kapazität 1200. Da haben wir dann auch ausgesorgt. So, da hinten? Wir brauchen zwei. Oder wie stehen die da dran? Ich bin mir äußerst unsicher, wo wir sie hinstellen. Stellen wir die mal da, ja. So und so. So.
Und da will ich drinnen haben die Beeren. Und da will ich drinnen haben die Karotten. Vielleicht sollte man nicht so eng bauen. Hier habe ich auch mehr Abstand gelassen. Naja, egal. So. Festlegen haben wir getan. Bin sicher, wir brauchen noch mehr Nahrung. Brauchen wir noch ein Bauernhaus? Ich baue noch ein... Nein, nein. Wir haben zu wenig Biber, weil... Hier, Arbeiter 10, Leerstand 0. Ah, oh, da sind schon... Ah, oh, sind schon welche eingezogen. Ah, oh, Alter 4. Der gute Chathagas. Gut. So, hier haben wir 2 von 30 drin. Das ist sicher gut. 0 von 15. Kann man da die Priorität hochsetzen, dass da schneller gebaut wird? Dann wird zuerst das und dann die Wohnung. Aber bisher schlafen die draußen. Ob die jetzt noch eine Nacht draußen schlafen oder nicht, sagt uns dann das. Naja. Auch sehr schön. So, mittleres Lagerhaus, das ist gut. Was sollen wir noch bauen? Keine Ahnung. Ein Baumenü? Verschwimmen hier die Konturen. Oh, oh. Oh ja. Sollten wir eigentlich hier? Wo ist denn der Lager der Wassertank? Wassertank. Ach, beim Speicher, genau. Sollen wir das hier auch? Wasser? Hier? So? Einmal Wasser, zweimal Wasser? Ich. Keine Ahnung. So und so. Bin mir nicht sicher. Aber dafür brauchen wir keine Arbeiter, davon können wir 2 bauen. So, dann machen wir mal. Ja, genau, Wasser. Also Priorität müssen wir jetzt nicht unbedingt zwingend hochsetzen. Oh! Noch 3 Häuser zu bauen. Yeah. Aber wir haben jetzt schon 5 Häuser. In jedem wohnen 3. Wir haben insgesamt 13 Biber. Wurde geboren! Wurde geboren! Ja, die Biber sind glücklicher als jemals zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühlpunkterekord erreicht. Yeah. Sehr cool. Also, für alle, die dann sagen, hey, du musst da schnell weitermachen, du musst. Nein, wir machen es gemütlich, wie bei deinen anderen Projekten. Wir spielen ja hier zum Entspannen. Ist ja kein Kampfspiel. Und selbst Kampfspiele könnte man gemütlich. Manche zumindest. So, jetzt haben wir die Straße bis daher. Vielleicht bauen wir hier diesen Damm. Wo war der? Damm. Da. Ich will den Damm. Geht das so? So, lässt aber bei Bedarf eine gewisse Menge durch einen Überlauf hindurch stabil. Eine gewisse Menge. Was bedeutet gewisse Menge? Naja, eine gewisse Menge eben. Sag mal, sind die Karotten jetzt hier gewachsen? Oh, das sieht aus, als wären die fertig. Ah, wie cool. Ach, wie schön. Wohlfühl 4. Okay. Vielleicht brauchen wir doch einen zweiten Bauernhof. Oh, wir haben 3 kleine und einen Arbeitslosen. Hierher. So, baue ein mittleres Lagerhaus. Eines ist schon gebaut. Das mit den Bären wird noch gebaut. Hier, warte auf Materialien. 15. Boah, das geht. Das geht. Sehr schön. Ach cool, die ganzen Karotten. Vielleicht brauchen wir noch ein Lagerhaus. Noch ein Karottenlagerhaus. Brauchen wir noch ein Karottenlagerhaus? Ich glaube, ja. So, hier haben wir Karotten, dann machen wir hier auch Karotten. Können wir später, glaube ich, ändern. Genau, das müssten wir hier löschen und eine andere Priorität vor. Oh ja, oh ja. Da liegt schon eine Schachtel Karotten. Das ist auch schon fertig, das ist gut. So, wir haben 52 Holz auf Reserve. 35 Wasser im Lager von einer Gesamtkapazität, jetzt habe ich es gerade weggetan, von 120, okay. Okay, wie kommen wir zu 9 Bäumen, wenn wir da alles abgeholzt haben? Ja, wir werden es hoffentlich rauskriegen, da werden die Bäume gelagert, ist das cool. Total wuselig. Fortsetzen. So, Wissenschaftspunkte werden zum Freischalten fortschrittlicher Gebäude benötigt. Mit der Zeit produziert ein Erfinder Wissenschaftspunkte. Baue einen Erfinder. Okay, pro Stunde einen Punkt. Wo setzt man den hin? Da? Oder? Ja, wobei? Machen wir das da hinten? Machen wir das hier?
Machen wir das hier vorerst mal. Machen wir das hier. Oh. Dann machen wir das so. Einfach so, weil es geht. Was braucht ihr? 12. Ich will da. Ja, ich will der Wissenschaftler. Ja, jetzt ist dunkel. Punkt 5. Ja, wenn das so weitergeht, und das glaube ich aber nicht, dann sind wir aber sehr bald. Gut aufgestellt. So. Wieso ist da kein Wahr, weil sie es so weit tragen müssen? Deswegen sind die gleich voll und die anderen eher nicht. Das ist nicht toll. Die sind nicht voll. So. Karotten. Hey, da ist schon ein Deichteil. Ach, cool. Mach das fertig. Mach das fertig. Das kostet 20 Rohholz, ein so ein Teil. Dann muss das gut sein. Wow. So, aber wir könnten dann hier sogar... Oh, können wir da einen Pfad drüber machen? Wir können einen Pfad drüber machen. Ist das cool. Fortsetzen. So, Bauhütte haben wir gemacht. Behausungen werden wir wohl behindern. Ja. Baue genug Hütten, um alle deine Biber unterzubringen. Biber pflanzen sich nur fort, wenn es leere Plätze für die Jungtiere gibt. Haben wir. So, wir können jetzt fortschrittliche Ressourcen produzieren, aber einige Gebäude benötigen dafür Energie. Errichte ein Wasserrad am Flussufer. Es produziert Energie mit Hilfe des Wasserstroms, oh mein Gott. Stellt die Produktion ein, wenn es kein Wasser gibt. Machen wir das da? Ich würde das hier für Landwirtschaft freihalten und so. Und hier würde ich... Das können wir da auch stellen, okay. Was sind diese blauen Pfeile? 135 PS. Okay. Dann machen wir halt mal. Egal. So. Das Lager ist nicht annähernd voll. Ich glaube, wir könnten noch ein Bauernhaus verkraften. Wir haben keine Arbeitslosen mehr. Okay. 17 Biber. Ja, da werden ja noch welche einziehen. Hier ist einer frei. Drei frei. Ja. Alles gut. Das wird noch. Schön. Boah, das Wasser hat, das werden wir dann auch machen. Können wir hier schon... Oh ja, die Straße geht schon weiter ein Stückchen. Hier. Wenn die letzten Bäume hier abgerissen sind, wenn wir den Holzfäller hier abreißen, ja. Und statt hier, wenn wir den Holzfäller dann da irgendwo in die Gegend, der muss noch wachsen, dann können wir den Weg darüber ziehen. Zieh den Weg rüber. So, was haben wir da? Oh, cool. Jatagas. Der war noch mal ein Baby, oder? War der nicht mal ein Baby? Der war 4 Jahre alt. Ja. Alter, 11? Ja, Alter. Ui, okay. Das heißt, die sterben auch. An Altersschwäche. Was haben wir da? Was brauchst du? Abgebrochene Zähne? Okay. Und jetzt? Was tun wir dagegen? Einen Arzt brauchen wir. Wo finden wir? Distrikt? Nein. Wohnen haben wir geschaut. Wasser haben wir geschaut. Da, hier Metall. Oh, können wir gar nichts machen. Okay. Energie. Ah, wir haben sogar Windräder dann. Antriebswellen. Energierad, Wasserrad. Okay. Wissenschaft. Bam. Wohlbefinden. Bam. Das ist ein Schleifstein. Abgebrochene Zähne. Yeah. Wo stellen wir das hin? Da hier. Da machen wir einen Weg. Bam. So. Und da sagen wir jetzt Priorität ganz hoch, weil wenn so ein baumfällender Biber abgebrochene Zähne hat, ist das äußerst schlecht für seinen Job. Ja, aber jetzt mitten in der Nacht macht halt keiner was. Na gut. Oh, der Damm ist bald fertig. Sehr cool. Oh, die Fließgeschwindigkeit hier. Aber das wird, wenn der Damm zu ist, wird er stark. Rapide wird es abnehmen. Rapide. Sehr cool. Das dreht sich. Ich freue mich.
Wäh. Was ist das? Ruinen. Die will ich haben. Können wir da hinbauen? Klar, wir bauen einfach hin. So, wir wollen hier. Und dann wollen wir da zwischen den Bäumen durch. Geht's noch weiter? Ich will gerne hier bis hier. Wieso ist das rot? Ach, weil das schon so. Gebäude müssen durch Pfade verbunden sein. Um Abhilfe zu sagen, solltest du deine Pfade optimieren oder den Distrikt in kleinere Distrikte aufteilen. Okay. Das machen wir vielleicht später mal. So, baue Wasserrad. Ja. Was ist eigentlich Zyklus 1? Ist das ein Jahr? Gemäßigtes Wetter. Okay. Türe bevorstehen. Na, geht schon los. Geht schon los. Wir haben ein bisschen Wasser gesammelt. Wir haben 110 Wasser, 112 Wasser. Okay. Oh, der Damm ist fertig. Hier das. Na gut, da fehlt noch einiges an Holz. Da wachsen keine Beeren mehr. Egal, die reißen wir trotzdem weg. So, was haben wir denn? 68, 69, keine Ahnung, was wir noch brauchen. Oh, drei arbeitslose Biber. Also, ich möchte natürlich wenig Arbeitslosigkeit, aber. Da hinten gibt es auch noch Beeren. Die Beeren. Okay. Ja, 28. Läuft. Oh, wir können die Straße hier durchziehen. Ja, zieh durch. Yeah. So. Sind hier jetzt alle Bäume gewachsen? Jawohl. Dann wird das hier. Elber, Kax, du kommst woanders hin. Bam. Yeah. So, wir haben den hier. Nö, Bäume woanders. Nein, wir können Bäume pflanzen. Oh, ist das cool. Ja, wir können sie nicht pflanzen. Hier, Blaubeeren, Löwenzahn. Okay. Karotten. Hier haben wir Karotten. Wir bleiben mal bei den Karotten. Oh, da unten auch noch. So, Karotten. Sehr gut. Okay, Karotten. Das Windrad, das Wasserrad. So, stopp. Baue ein Sägewerk. Betreibe ein Sägewerk. Okay, wo? Ach, hier. So, Energie. Oh mein Gott. Viele Gebäude können Energie aneinander weitergeben, wenn sie wandern. Warte, viele Gebäude. Um welche? Viele. So, wir bauen mal das hier. Wir machen das so. Ja, machen wir das so. Und dann machen wir so. So, was brauchen wir dafür? 15 Rohholz, gar nicht so schlimm. So, dann brauchen wir auch diese Energiekupplung nicht bauen. So, den haben wir ja abgerissen hier, den da. Der kriegt ja hier seinen neuen Job. Hier, nein, ja, da, bam. Und den würde ich auch wegreißen und auch mehr in den Wald verlagern. Einfach hier, das ist auch schön, ja. Das kann weggebracht werden. Holzlagerplatz. Brauchen wir da unten auch einen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Ich mache mal hier die Straße weiter. Ja, das ist einerseits total toll. Wohin geht's? Okay. So. Aber könnten wir das auch abreißen hier? Oh, da gibt es ja auch so Beeren. Ich sagen, bis daher und hier auch so einen Holzfäller. Oder ist das zu weit weg? Ich weiß es nicht. Holzfäller hier. Ja, aber zuerst eine Fahne. Bam. Yeah. So, und jetzt sagen wir, wir wollen das Holz hier abbauen. Yeah. So. Oh, das Holzding müssen wir hier weg. Oh ja. Oh ja. So. Oder noch hier? Ja, da gibt es aber noch immer was. Wir können das Gebiet hier ein wenig einreduzieren. Ändert aber nichts. So. Ja. Da könnte man noch so einen Bärensammler hinbauen. So, Straße. Warum kann man eigentlich nicht hier und dann so eine Treppe? 70 Bäume. Jetzt weiß ich, wozu wir... Ja, aber bauen wir eine Treppe? Nö. Vielleicht brauchen wir die Punkte noch. So.
Und da mache meine Sammelfahne. Hier war das. Genau. Bam. Yeah. Sammeln die jetzt Bären? Priorisieren? Bären. Nichts. Bären. Yeah. Da haben wir ja auch Bären. Ach so, die sammeln automatisch Bären. Okay. Ich dachte, man muss das immer einstellen. Ach so, priorisieren, die sammeln alles, egal was da ist. Gut. Ja, na dann. So. Ah, und da kommt die Türe in 1,3 Tagen. Okay. Ist das gut? Jetzt habe ich Angst. Angst vor der Dürre. Okay. Warum blinkt das noch? Überträgt Energie, das heißt, müssen wir das jetzt noch bauen? Nö, die stehen direkt aneinander. Und wenn ich mir das ansehe, da dreht sich's. Das heißt, ich würde sagen, das ist direkt hier angeschlossen. Ja, ja, dann passt es ja auch. So. Was war das Große hier? Das da speichert Schwerkraft, Energie. Ja, ja, wir brauchen das nicht. So. Baue Sägewerk, betreibe Sägewerk, super. So, noch ein halber Tag. Uiuiui. Meine Lieben, wir sind eigentlich schon am folgenden Ende, aber baue einen Förster. Yeah. Okay, den werden wir hier bauen. Oder? Waren wir denn hier? Sinnvoll wäre vielleicht hier. So, Förster. Büsche und gepflanzt. Bam. Kostet 60 Wissenschaftspunkte, will ich haben. Yeah. Den machen wir hier, oder? Eigentlich wäre da besser. Aber da sind nicht die Bretter. Was haben wir denn da? Die Dürre. Jetzt können wir Bäume pflanzen. Okay. Nö, Bäume. 9 Tage für ein Holz. 12 Tage für 2 Holz und ein bisschen von Tropfen. Harz war das, genau. Kastanien brauchen wir keine, aber wie viele Tage? 24 Tage. Oh, nö. Da habe ich lieber schnell wachsende. 28 Tage, die sind schon toll, aber das dauert halt echt lang. Nö, wir nehmen die. Das wäre schneller, 9 Tage, aber da habe ich eher lieber die hier. Ich weiß auch nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich reicht das überhaupt nicht, was wir da jetzt an Holz machen. Ja, mach Holz. So, und hier abernten. Und abernten. So, Moment. Da ist es auch gut, aber haben wir da auch hingepflanzt? Nö. Dann machen wir das noch schnell. So. Und da von der Brücke nehmen wir das weg. So, wir nehmen das auch hier den Weg entlang weg und den Weg entlang weg. Yeah. So, super. Oh, der Staudamm. Der Staudamm ist gut, der Damm. Der Damm. Oh, da könnte man viel mehr Karotten noch bauen. Ach, cool. Bau den Förster. Wieso ist jetzt... Ach, wegen dem Staudamm. Wir brauchen viel mehr Staudämme. Okay. Können wir vielleicht hier noch einen Staudamm bauen? Ja, wir bauen den mal da oben. Objekt ist zu weit entfernt und kann nicht von Bauarbeitern erreicht werden. Lege Pfade. Ja, 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 ja. Wir haben die Flut überstanden. Die Dürre. Die Flut auch. So, wir machen mal den hier und den hier. Ja, zumindest der Teil wird gebaut. Das ist gut. So, baue Förster hier. Das wird ewig dauern, weil das wirklich weit weg ist vom Distriktzentrum. Komm, wir bauen da auch einen Förster hier. Förster. Das Wasser! Yeah.
und da dreht sich's wieder. Es produziert, boah, Energieleistung gar nicht schlecht. Und da wird zu 26% Produktivität 21, okay. Wir brauchen definitiv mehr. Oh, da will ich Pflanzen. Kiefern haben wir gesagt. Kiefer. Ja, Kiefer. Ah, jetzt, oh. Ach so, da sitzen die Kleinen noch. Okay, ja, die werden wachsen. Wie auch immer. Was auch immer. Wir haben nur einen Arbeitslosen. Wir brauchen mindestens zwei. Bedeutet, schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Holztreppe. Braucht 4 Bretter. Ja, ist teuer, so eine Holztreppe. Kann ich das wegreißen? Weil dann mache ich einfach da vorne eine Treppe rein. Ja, eine oh ja, es funktioniert. Okay, aber dann habe ich eine Treppe. Und dann? Okay. Wenn ich das da oben drauf setze. So. Erreichen die das über die Treppe? Also ich würde sagen, nein. Hier fehlt irgendwas. Oh, Stab an Altersschwäche. Quaggogott. Der gute alte Quaggogott. Fortsetzung. Pflanze Kiefern haben wir gemacht. Viel Glück. Tutorial schließen. Yeah. Oh, meine Lieben, ich bedanke mich fürs dabei. Ah, ist das cool. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Cool. Ah, ich freue mich schon. Ich freue mich. Läuft. Bis dann. Tschüss.